Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen diesen Term auf einen gemeinsamen Bruch schreiben und anschließend, soweit es geht, vereinfachen. Um diesen Term auf einen Bruch zu schreiben, verwandle ich mal diesen zweiten Term ebenfalls in eine Bruchschreibweise, und zwar indem ich dividiert durch 1 einfach hinschreibe, das klappt immer. Und nun habe ich eine Division von zwei Brüchen. Zwei Brüche werden dividiert, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Also ich verwandle mir diese Division in eine Multiplikation. Dazu schreibe ich den ersten Term noch einmal ab. 10 mal x² durch 4 mal z. Und multipliziere jetzt, wie gesagt, mit dem Kehrwert, also Zähler und Nenner werden vertauscht, 1 durch 5 mal x mal z². Nun haben wir eine Multiplikation von zwei Brüchen. Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler multipliziert und Nenner mit Nenner multipliziert. Wir können also sofort, nachdem wir hier nur Faktoren haben, auf einen gemeinsamen Bruch bringen. 10 mal x² mal 1 ergibt 10 mal x², das mal 1 brauche ich nicht mehr hinzuschreiben, durch 4 mal 5 ist 20 mal x mal z Quadrat, z mal z Quadrat ergibt z hoch 3. Nun habe ich schon teilweise zusammengefasst und vereinfacht, jedenfalls auf einen Bruch geschrieben. Nun kann ich am Schluss noch versuchen zu kürzen. Kürzen dürfen wir alle gemeinsamen Faktoren. Das heißt, 10 und 20, hier finde ich natürlich den gemeinsamen Faktor 10, denn 20 ist ja nichts anderes als 2 mal 10. Das heißt, kürze ich hier den Faktor 10, so bleibt mir hier der Faktor 2 übrig. Ebenfalls kürzen kann ich den Faktor x mit einem der beiden Faktoren x aus dem Zähler. X² bedeutet ja x mal x und einen der beiden Faktoren kürze ich. Z hoch 3 kommt nur im Nenner vor. Das heißt, nach Kürzen sieht unser Bruch folgendermaßen aus. Ein x im Zähler 2 mal z hoch 3 im Nenner. Wir haben also den Bruch nun vollständig gekürzt und damit ist die Aufgabe auch schon fertig gelöst.